Kapitel 8. 0930 Stunden, 11. September 2525. Militärischer Kalender. Epsilon Eridiani System, UNSC Militärkomplex Reach. Planet Reach. Dr. Halsey lehnte sich in Mendes Sessel zurück. Sie dachte darüber nach, eine der Sweet William Zigarren aus der Schachtel auf seinem Schreibtisch zu stehlen und herauszufinden, warum er sie für so etwas Besonderes hielt. Der Gestank, der aus der Schachtel aufstieg, war jedoch bereits zu viel für sie. Wie hielt er das nur aus? Die Tür öffnete sich und CPO Mendes blieb im Rahmen stehen. Ma'am, sagte er und stand gerade. Man hat mich nicht darüber informiert, dass Sie uns heute besuchen. Um genau zu sein, war ich der Annahme, Sie würden sich noch eine Woche außerhalb des Systems aufhalten. Sonst hätte ich Vorbereitungen getroffen. Da bin ich mir sicher. Sie faltete ihre Hände im Schoß. Unsere Situation hat sich verändert. Wo sind meine Spartaner? Sie sind weder in den Kasernen noch auf den Übungsgeländen. Mendes zögerte. Sie können hier nicht mehr trainiert werden, Ma'am. Wir mussten andere Einrichtungen für Sie finden. Dr. Halsey stand auf und glättete die Falten ihres grauen Rocks. Vielleicht könnten Sie diese Aussage etwas genauer erklären, Chief? Das könnte ich, antwortete er. Aber es ist einfacher, es Ihnen zu zeigen. Na gut, sagte Dr. Halsey, deren Neugier geweckt war. Mendes begleitete sie zu einem persönlichen Warthog, der vor seiner Tür stand. Das Allrad-Kampffahrzeug war neu ausgestattet worden. Das schwere Maschinengewehr auf dem Heck war entfernt und durch eine Reihe von Argent-5-Raketen ersetzt worden. Mendes fuhr aus der Basis hinaus und auf eine gewundene Bergstraße. Reach wurde ursprünglich wegen seiner reichen Titanvorkommen kolonisiert, erklärte er. Einige Minen in diesen Bergen reichen mehrere tausend Meter tief. Das UNSC benutzt sie zur Lagerung. Ich nehme an, meine Spartaner sind nicht dort, um eine Inventur durchzuführen, Chief? Nein, Ma'am. Wir brauchen die dort garantierte Privatsphäre. Mendes lenkte den Warthog an einer bemannten Wachstation vorbei, in einen großen Tunnel, in dem der Boden stark abfiel. Die Straße wand sich in einer Spirale tiefer in den Granit hinab. Mendes sagte, erinnern Sie sich an die ersten Navy-Experimente mit angetriebenen Exoskeletten? Ich glaube nicht, dass ich eine Verbindung zwischen diesem Ort, meinen Spartanern und den Exoskelettprojekten sehe, antwortete Dr. Halsey irritiert. Aber ich spiele das Spiel mit. Ja, ich weiß alles über die Mark I-Prototypen. Wir mussten das ganze Konzept wegwerfen und die Kampfpanzerung für das Mjolnir-Projekt von neuem erfinden. Die Mark I verbrauchten enorme Energiemengen. Entweder musste man sie an einen Generator anschließen oder eine verringerte Leistung in Kauf nehmen. Beide Optionen sind im Kampf nicht praktikabel. Mendes bremste vor einer Geschwindigkeitssperre leicht ab. Die großen Reifen des Warthogs rollten über das Hindernis. Sie benutzen die Einheiten, die man nicht vernichtete, fuhr Dr. Halsey fort, als Verladegeräte für schwere Ausrüstung. Dr. Halsey hob eine Augenbraue. Oder hat man sie an einem anderen Ort wie diesem deponiert? Es gibt hier Dutzende dieser Anzüge. Die Trainer benutzen sie zur eigenen Sicherheit, antwortete Mendes. Nachdem sich die Spartaner von der Mikrogravitation erholt hatten, wollten sie schnell wieder zu ihren täglichen Übungen zurückkehren. Dabei stießen wir jedoch auf einige. Er machte eine Pause und suchte nach dem richtigen Wort. Schwierigkeiten. Er sah seine Beifahrerin an. Sein Gesicht war grimmig. Am Tag nach ihrer Rückkehr wurden drei Trainer versehentlich bei Kampfübungen getötet. Dr. Halsey hob eine Augenbraue. Also sind sie stärker und schneller, als wir gedacht haben? Das, antwortete Mendes, ist eine grobe Unterschätzung der Situation. Der Tunnel endete in einer großen Höhle. Lampen befanden sich auf dem Boden und an den Wänden. Ihr Licht reichte 100 Meter hoch bis zur Decke. Trotzdem konnten sie die allgegenwärtige Dunkelheit kaum effektiv aufhellen. Mendes parkte den Warthog neben einem kleinen, vorgefertigten Gebäude. Er sprang hinaus und half Dr. Halsey beim Verlassen des Fahrzeugs. Hier entlang, bitte. Mendes zeigte auf den Raum. Wir haben eine bessere Aussicht von innen. Das Gebäude verfügt über drei gläserne Wände und mehrere Monitore, die mit Bewegung, Infrarot, Doppler und PASIC beschriftet waren. Mendes drückte einen Knopf und der Raum schob sich über Schienen an der Wand nach oben, bis sie sich 20 Meter über dem Boden befanden. Mendes schaltete ein Mikrofon ein und sagte, Licht! Eine Flutlichtanlage erwachte zum Leben und beleuchtete einen Teil der Höhle, der so groß wie ein Fußballfeld war. In der Mitte stand ein Betonbunker. Drei Männer in primitiver Mark I-Panzerung standen auf dem Dach. Sechs weitere hatten sich gleichmäßig um ihn herum verteilt. Ein rotes Banner befand sich in der Mitte des Bunkers. Sie sollen die Flagge erobern? Fragte Dr. Halsey. Trotz dieser schweren Panzerung?
Ja, die Trainer in diesen Exoskeletten können sich mit 32 Stundenkilometer bewegen und 2 Tonnen heben. Sie verfügen über eine 30mm Minikanone mit automatischer Zielerfassung. Sie sind außerdem mit den neuesten Bewegungsmeldern und Infrarotsensoren ausgestattet. Unnötig zu sagen, dass ihre Panzerung von leichten Waffen nicht durchdrungen werden kann. Man würde 3 Züge normaler Marines benötigen, um diesen Bunker einzunehmen. Mendes sprach erneut ins Mikrofon und seine Stimme brach sich an den Höhlenwänden. Beginnen Sie mit der Übung. 60 Sekunden verstrichen. Nichts geschah. 120 Sekunden. Wo sind meine Spartaner? Fragte Dr. Halsey. Sie sind hier, antwortete Mendes. Dr. Halsey bemerkte Bewegungen in der Dunkelheit. Ein Schatten zwischen Schatten. Eine vertraute Silhouette. Kelly? Flüsterte sie. Die Trainer drehten sich und feuerten auf den Schatten, aber er bewegte sich mit fast übernatürlicher Schnelligkeit. Sogar die Zielerfassung konnte ihm nicht folgen. Von oben ließ sich ein Mann an einem Seil aus den Balken und Stangen der Decke herab. Der Neuankömmling landete hinter den Wachen, leise wie eine Katze. Er hieb zweimal gegen die Panzerung, stellte die schweren Platten ein, duckte sich dann und schlug die Beine des Ziels unter dessen Körper weg. Der Wächter landete unsanft auf dem Boden. Der Spartaner band sein Seil an ihm fest. Einen Moment später wurde der sich wehrende Trainer nach oben in die Dunkelheit gerissen. 2 weitere Wächter gingen zum Angriff über. Der Spartaner duckte sich, rollte sich ab und verschmolz mit den Schatten. Dr. Holz begriff, dass das Exoskelett des Trainers nicht nur nach oben gezogen wurde. Es wurde darüber hinaus als Gegengewicht genutzt. 2 weitere Spartaner hingen vom anderen Ende des Seils und landeten unbemerkt auf einer Ecke des Bunkerdachs. Dr. Halsey erkannte einen von ihnen sofort, obwohl er in schwarz gekleidet war und nur die Augenschlitze freilagen. Es war Nummer 117. John. John landete, kam auf die Beine und sprang einen der Wächter mit den Füßen voran an. Der Mann brach zusammen. 8 Meter entfernt. Der andere Spartaner sprang vom Bunker. Er überschlug sich und entging den Betäubungsschüssen, die an ihm vorbeidonnerten. Er warf sich auf den Wächter, der am weitesten entfernt stand, und sie rutschten gemeinsam in die Schatten. Das Mündungsfeuer des Wächters leuchtete einmal auf, dann wurde es wieder dunkel. Auf dem Dach des Bunkers sah man von John nur verschwommene Bewegungen. Der Exoanzug eines weiteren Wächters wurde mit hydraulischer Flüssigkeit vollgespritzt und brach unter seinem eigenen Gewicht zusammen. Der letzte Wächter auf dem Bunker drehte sich um und schoss auf John. Halsey grub ihre Finger in die Stuhllehnen. Er steht direkt vor ihm! Auch Betäubungsschüsse können auf diese Entfernung tödlich sein. Als die Waffe des Wächters abgefeuert wurde, trat John zur Seite. Die Betäubungskugel zischte durch die Luft, ging deutlich daneben. John griff nach dem Lauf der Waffe, verbog ihn und zog die Waffe mit dem Kreischen zerreißenden Metalls aus dem Exoskelett heraus. Er feuerte auf die Brust des Mannes und sorgte dafür, dass dieser vom Bunkerdach stürzte. Die restlichen 4 Wachen drehten sich um und deckten das Gebiet mit Schüssen ein. Einen Herzschlag später gingen die Lichter aus. Mendes fluchte und aktivierte das Mikrofon. Ersatz! Sofort Ersatzlampen zuschalten! Ein Dutzend bernsteinfarbener Lampen sprang an. Kein Spartaner war zu sehen, aber die 9 Trainer lagen entweder bewusstlos oder bewegungsunfähig in ihren nutzlos gewordenen Kampfpanzerungen am Boden. Die rote Fahne war verschwunden. Zeigen Sie mir das noch einmal, sagte Dr. Halsey ungläubig. Sie haben das doch alles aufgezeichnet, oder? Natürlich. Mendes drückte auf einen Knopf, aber die Monitore zeigten kein Bild. Verdammt, Sie haben auch die Kameras erwischt, murmelte er beeindruckt. Wir suchen jedes Mal nach einem neuen Versteck, aber sie finden und zerstören die Aufzeichnungsgeräte trotzdem. Dr. Halsey lehnte sich gegen das Glas und starrte auf das Chaos unter ihnen. Nun gut, Chief Mendes, was sollte ich sonst noch wissen? Ihre Spartaner können bis zu 55 Stundenkilometer schnell laufen, erklärte er. Kelly, glaube ich, sogar etwas schneller. Sie werden zu noch höheren Leistungen fähig sein, wenn sie sich an die Veränderungen, die wir ihren Körpern zugefügt haben, gewöhnt haben. Sie können das Dreifache ihres Körpergewichts heben, was bedingt durch ihre große Muskeldichte mehr als doppelt so viel wie normal ist. Und sie können im Dunkeln praktisch wie bei Tag sehen. Dr. Halsey dachte über diese neuen Daten nach. Sie sollten nicht so gut sein. Es muss ungeklärte Synergieeffekte durch die kombinierten Veränderungen geben. Wie sind ihre Reaktionszeiten? Fast unmöglich zu messen. Wir schätzen sie auf 20 Millisekunden, antwortete Mendes. In Kampfsituationen, wenn das Adrenalin einsetzt, dürfen sie wesentlich schneller sein. Irgendwelche körperlichen oder geistigen Instabilitäten? Keine. Sie arbeiten wie kein anderes Team, das ich je gesehen habe. Fast schon telepathisch, wenn Sie mich fragen. Sie wurden gestern in diesen Höhlen abgesetzt und ich weiß nicht, woher Sie die schwarzen Anzüge oder das Seil haben. Aber ich kann Ihnen garantieren, dass Sie die Höhle nicht verließen. Sie improvisieren und verbessern sich und passen sich an. Und, fuhr er fort, es gefällt ihnen. Je schwieriger die Herausforderung, je härter der Kampf, desto mehr steigt die Moral.
Dr. Halsey beobachtete, wie der erste Trainer sich bewegte und versuchte, aus seiner nutzlosen Kampfpanzerung zu entkommen. Sie hätten ebenso gut getötet werden können, murmelte sie. Aber können die Spartaner töten, Chief? Können sie gezielt töten? Sind sie bereit für einen echten Kampf? Mendes sah weg und zögerte, ehe er antwortete. Ja, wenn wir es ihm befehlen, werden sie sehr effizient töten. Sein Körper versteifte sich. Darf ich fragen, welchen echten Kampf sie im Sinn haben, Ma'am? Sie begann nervös, ihre Hände zu kneten. Etwas ist geschehen, Chief. Etwas, das weder Oni noch die Admiralität erwartet haben. Jetzt wollen sie die Spartaner einsetzen. Sie wollen sie in einer echten Kampfmission erproben. Ich habe sie darauf, so gut es mir möglich war, vorbereitet, sagte Mendes. Er verengte seine dunklen Augen. Aber das liegt lange vor dem von Ihnen anvisierten Termin. Was ist passiert? Ich habe einige Gerüchte über schwere Gefechte in der Nähe der Harvest-Kolonie gehört. Ihre Gerüchte sind überholt, Chief, sagte sie und ein Schauer lief ihr über den Rücken. Es gibt keine Kämpfe mehr auf Harvest. Es gibt Harvest nicht mehr. Dr. Halsey drückte auf einen Knopf und der Beobachtungsraum senkte sich dem Boden entgegen. Holen Sie sie aus diesem Loch, sagte sie knapp. Sie sollen bei 0400 bereits zur Musterung sein. Wir haben morgen um 0600 eine Besprechung auf der Pionier. Wir schicken sie auf eine Mission, die ohne für die perfekte Crew und den perfekten Zeitpunkt aufgespart hat. Jetzt ist es soweit. Ja, Ma'am, antwortete Mendes. Morgen werden wir erfahren, ob sich die Schmerzen, die sie erleiden mussten, tatsächlich gelohnt haben. Ja, Freunde, das war das 8. Kapitel von Schlacht um Reach. Es hat ja mal wieder eine ganze Weile gedauert. Allerdings bedanke ich mich bei euch erstmal fürs Zuhören. Und ich möchte ankündigen, dass Schlacht um Reach jetzt einmal die Woche bei uns auf dem Kanal kommen wird. Also jeden Mittwoch wird es ab sofort eine neue Folge geben, zumindest werde ich das versuchen. Und ich denke, dass das auch machbar sein dürfte. Und damit da mal ein bisschen Regelmäßigkeit reinkommt. Und für alle, die darauf Bock haben, ihr seid herzlich eingeladen, hier zu bleiben und auf Abonnieren zu klicken und so ein Kram. Und auch sonst mal unsere Sachen auszuchecken, weil die Nachfrage nach dem Hörbuch, weswegen ich das jetzt auch mal weitermache, war tatsächlich relativ groß und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, so wie es jetzt weitergeht und auch allgemein ihr Bock drauf habt, das dann auch weiter zu hören. Gut, würde mich sehr freuen und wenn ihr es dann noch Leuten empfehlt oder so, das wird uns echt helfen. Wenn ihr mal auf unseren Kanal guckt, wie es da aktuell so aussieht, wäre es doch schön, wenn sich da ein paar mehr Leute tummeln würden. Und das möchte ich, ja, das ist auch mal so ganz ehrlich gemeint und würde mich natürlich sehr freuen. Denn so ein Hörbuch dauert halt auch tatsächlich ein bisschen, weil ich muss das erstmal lesen und dann einsprechen und da das alles schön mit der Betonung richtig hinkriegen und dann schneiden. Da sitzt man dann schon an so einem 12-Minuten-Video doch eine Weile, auch wenn es nur Audio ist. Gut. Ja, ansonsten, wie gesagt, checkt unseren Kanal auch sonst mal aus. Wir machen noch diverse Podcasts und so, denke ich mal, die auch relativ interessant sind. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bis spätestens vielleicht nächste Woche beim 9. Kapitel mit Schlacht um Reach. Haut rein.